Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute kommt ein Video, worauf richtig viele Leute gewartet haben. Und zwar, was kauft eine Sechsklässlerin im DM? Vielleicht wisst ihr es. Ich habe vor Monaten mal so einen Fragesticker in meine Insta-Story gestellt. Mit euren Lieblings-DM-Produkten. Und ich mache mir später so eine Liste, die mache ich gleich. Und dann würde ich sagen, let's go! Und ich würde sagen, wir gehen los in den DM. Ich bin wieder heim, zu Hause, und ich beginne jetzt mal. Und zwar hat jemand geschrieben Lichterketten und ich nur so, gibt es das im DM? Und Leute, ich habe also die hier, die habe ich im DM einfach gefunden. Das ist auch die einzige dort. Das fand ich irgendwie cool, dass es da Lichterketten gibt. Aber ich weiß ja nicht, was ich von der halten soll, weil ich mag das eher nicht so, so cool-mäßig. Aber ich habe es jetzt trotzdem mal mitgenommen, weil ich finde cool, dass es da Lichterketten gibt. Auch wenn ich weiß, dass ich sie gar nicht benutzen werde, aber egal. Oh, voll cool. Ich wusste das halt nie, dass es im DM, weil im DM gibt es doch sowas eigentlich gar nicht. Schreibt mal, gibt es in eurem DM Lichterketten? Also ich habe es ehrlich zum ersten Mal gesehen, dass es eine Lichterkette gibt. Ja, das ist halt so eine im Blau. Ich habe jetzt keine Lust, die aufzuhellen. Weil die ist ein Model. Ja, auf jeden Fall eine Lichterkette. Ja. So soll die Verpackung aus. Jetzt weiter mit diesem Micellwasser von Kanierga. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche. So ein Aufbewahrungsding. So ein. Da gab es halt so recht verschiedene Farben. Ich habe mich jetzt für die Farbe entschieden. Warte. Ja. Ich denke, das ist immer noch egal. Ja, also. Mal gucken, was ich da rein tue. Bestimmt irgendwas. Das stand zwar nicht auf der Liste, aber ich habe es gebraucht. Und zwar Waterpads. Dann hat jemand gemeint Schmuck. Ich dann nur so, ja. Ich habe jetzt einfach diese Kette hier genommen. Diese Kette hier. Und diese Ringe halt. Ich weiß, ich trage keine Ringe, aber egal. Ich habe sie jetzt einfach mal mitgenommen. Kennt man es? Die waren halt für schön. Ich trage zwar keine Ringe so oft, aber egal. Ja. Und diese Kette. Die fand ich halt sehr cool. Und da waren halt richtig viele. Ja. Fand ich halt nice. Dann hat jemand geschrieben. Concealer von Essentials. Und es war so, so, so schwer, einen in meiner Hautfarbe zu finden, da ich so hell bin. Aber ich habe zwei mitgenommen, und zwar einmal den hier. Also einmal so einen in der Art. Scheiß Licht hier. Das Karalime. Und dann hier nochmal den hier. Es war super, super schwer und ich glaube, der wird ein bisschen besser sein, weil der ist heller und es war halt schwer. Dann wurde mir gesagt, dass diese zwei Masken richtig gut gegen Pickel sind. Und da habe ich die mitgenommen zum Probieren. Dann hat jemand gemeint, dass rosane Hands, also ich wollte eigentlich das blaue, aber es gab es nicht. Riechen jetzt. Es riecht nice, end nice. Was ist gerade runtergeflogen? Aha, der Kassenzettel, lieben wir. Dann wurde mir gesagt, es gibt richtig schöne, wie heißt es, Make-up-Eier. Oder keine Ahnung, wie man dieses Ding nennt. Spiegel ich für euch den neuen Kakao. Ich habe sogar den gleichen, glaube ich. Ich weiß nicht. Dann geht es weiter mit Abschmink-T-Shirt. Die habe ich halt echt gebraucht. Ich wusste leider nicht welche, weil da stand nicht welche, aber ich habe jetzt einfach mal die genommen, die ich eigentlich immer mitnehme.
Und dann wurde mir gesagt, nach einer Tuchmaske, egal welche, habe ich die mitgenommen. Diesen süßen. Wie heißt dieses Tier nochmal? Ziege? Schaf, keine Ahnung. Irgendwas ist da drauf. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht falsch gesagt. Dann, natürlich fliegt gerade meine Kamera um. Liebe. Dann wurde mir gesagt, es gibt diese Kaugummis mit diesen Buchstaben. Ja, gab's, aber ich habe jetzt nur diese mitgenommen. Das waren die einzigen mit meinem Buchstaben, der Rest mitgenommen. Also ja. Die habe ich halt mit meinem Buchstaben, die habe ich schon geöffnet. Also ja, ich hoffe, die schmecken auch. Ich glaube, das sind die normalen, oder? Ja. Genau, aber egal. Die schmecken safe. Ich will es nicht so brutal weg. Ups. Die schmecken safe auch. Wartet mal. Das sind halt die normalen. Aber lecker. Dann habe ich mir von Balea diese Hautreinigungs mitgenommen. Keine Ahnung, wie die heißen. Anti-Pickel-Dinger. Dann wurde mir gesagt, von Trend Up, achso, da ist dieser Sticker drauf, so ein Lip-Volumen-Zing. Es soll gut zu sein. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Warte, ich probiere es mal kurz. Wartet mal kurz. Okay, warte, ich habe es jetzt aufbekommen nach 10 Jahren. Ich benutze den mal. Der ist halt eigentlich voll schön. Also finde ich voll gut. Warte, ich zeige euch gleich nochmal, wie der heißt. Falls ihr den nachkaufen wollt. Stay von Anus. Also mein Buch. Okay, dann habe ich mir ein paar von Essentials gekauft, weil ich liebe die. Die standen zwar nicht auf der Liste, aber die mussten einfach mit. Die drei hier. Ups. Aber diesen rosa hier. Auch irgendwie mein Favorite. Der ist der hier. Dann diesen etwas weißen. Schön. Klitzt halt immer von den Nippeln. Und jetzt dieser durchsichtige. Ich weiß jetzt nicht, was ich von dem halten soll. Ja, ist schön eigentlich. Wie sehe ich in der Kamera heller aus als in meinem Spiegel? Komisch, aber egal. Und zwar den hier, den habe ich sau oft auf TikTok gesehen. Und Leute, ich habe den endlich gefunden. Der war ständig ausverkauft. Und zwar der hier. Den kennt ihr safe, wenn ihr TikTok habt. Typisch ich. Aber schön. Also ich habe jetzt dann diesen Glisscore-Ding geholt. Dann habe ich diese Klammern. Die kennt ihr bestimmt von TikTok. Ich habe die aber schon ausgepackt, weil ich die schon benutzt habe. Deswegen zeige ich sie euch jetzt offen. Das sind nämlich die hier. Ah, mein rosa. Das sind die hier, die kennt ihr safe. Ich habe die halt schon ausgepackt, weil ich die benutzt habe. Ich habe mir die schon so reingemacht. Und dann habe ich die nochmal in schwarz gekauft. Das waren so Dreierpack. Wie gesagt, in meiner Tasche ist noch was. Und zwar das letzte auch. Nach meinem Water. Deswegen wurde mir gesagt, die sollen richtig gut sein. Und ich gebe den Leuten recht, die sind die besten Peel-Off-Masken. Finde ich persönlich. Dann, weil ich natürlich süchtig nach diesen Dingen bin, ich wollte eigentlich einen neuen, aber die gab es nicht. Weil es gibt ja so neue, so neonfarbige, und die gab es einfach nicht. Sad life. Okay, wir probieren jetzt auf jeden Fall die Kette. Finden, wie diese Kette rausgeht. Schwer. Ja, sind es mehrere Ketten? Nee, ne? Hey. Okay, nein, das sind mehrere Ketten. Oder sind die nur so...
Gott, hier gibt es so Ausschlüsse. Jetzt habe ich die komplett auseinandergenommen. Uff. Ah, okay, ich glaube, das ist die Hauptkette der Rettung. Ich hoffe, man sieht's. Ich denke schon. Der Rest. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist so ein... Sind das normale Ketten? Oder gehört das zu der... Ah, nee, das sind einzelne Ketten. Okay, einmal so eine ganz normale halt. Das sind drei Ketten. Ach so. Theresa ist schlau geworden. Hab ich nur wegen der Schmetterlingkette gekauft. Ich dachte, das wäre eine. Egal. Okay, jetzt machen wir mal kurz die Ringe noch auf. Ich trage keine Ringe, aber da stand Schmuck und ich wollte eigentlich Ketten und wie heißt es? Ohrringe kaufen. Aber da gab es keine Ohrringe, die mir gefallen haben. Deswegen habe ich Ringe mitgenommen. Auch wenn ich sie nicht trage. Beziehungsweise tragen werde. Das sind auch die einzigen Ringe, deswegen. Ja. Also das sind die Ringe. Ja. Das war's auf mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, drückt die Glocke und abonniert mich. Tschüss.